Halo, die Schlacht um Reach, von Eric Nyland, ins Deutsch übertragen von Claudia Kern. Prolog, 0500 Stunden, 12. Februar 2535, militärischer Kalender, Lambda Serpentis System, Operationsgebiet Jericho 7. Kontakt! Alle Teams in Bereitschaft! Feindkontakt! Meine Position! Der Chief wusste, dass es vermutlich mehr als 100 von ihnen gab. Die Bewegungsmelder schlugen ununterbrochen an. Er wollte sie jedoch selbst sehen. Sein Training hat ihm diese Lektion deutlich vermittelt. Maschinen können sich irren. Augen nicht. Die vier Spartaner, aus denen sich Team Blau zusammensetzte, gaben ihm Deckung. Sie verhielten sich vollkommen still und bewegungslos in ihrem Mjolnir-Kampfpanzerung. Jemand hatte einmal behauptet, sie sähen in dieser Hightech-Rüstung wie griechische Kriegsgötter aus. Aber seine Spartaner waren effizienter und skrupelloser, als es Homers Sagengestalten je gewesen sein konnten. Er schickte die Aufklärungssonde nach oben, über die 3 Meter hohe Felskante hinweg. Nachdem sie ihre Einsatzkoordinaten erreicht hatte, stellte der Chief die Verbindung zwischen ihr und seinem Helmdisplay her. Auf der anderen Seite sah er ein Tal mit erodierten Felswänden und einem Fluss, der sich hindurchschlängelte. An seinem Ufer lagerten, soweit er blicken konnte, die Grunts. Die Allianz benutzte diese robusten Außerirdischen als Kanonenfutter. Sie waren rund 1 Meter groß und trugen gepanzerte Umweltanzüge, deren Mikrokosmen den Verhältnissen auf ihrem eisigen Heimatplaneten entsprachen. Die Grunts erinnerten den Chief an zweibeinige Hunde. Und das nicht nur ihres Aussehens wegen, auch ihre Sprache, die selbst mit der neuen Übersetzungssoftware wie eine seltsame Mischung aus hohem Quietschen, gutturalem Bellen und aggressivem Knurrenklang, weckte diese Assoziation. Ihre Intelligenz übertraf die von Hunden ebenfalls nicht sonderlich. Aber was ihnen in Gehirnleistung fehlte, machten sie durch Zähigkeit wett. Er hatte gesehen, wie sie sich ihren Feinden entgegenwarfen, bis der Boden mit ihren Leichen übersät und ihren Gegnern die Munition ausgegangen war. Die Grunts waren ungewöhnlich gut ausgerüstet. Nadelwaffen, Plasmapistolen, ja, sie verfügten sogar über 4 stationäre Plasmawerfer, die zum Problem werden könnten. Ein weiteres Problem war, es gab mindestens 1000 von den Kerlen. Die Operation hatte ohne Schwierigkeiten begonnen. Aufgabe von Team Blau war es, die Rückendeckung der Allianz aus der Reserve zu locken, damit Team Rot in der entstehenden Verwirrung durch ihre Reihen schlüpfen konnte, um anschließend eine taktische Havoc-Nuklearwaffe zu positionieren. Das nächste Allianzschiff, das landete, seine Schilde abschaltete und Truppen entlud, würde eine feine 30 Megatonnen Überraschung erleben. Der Chief trat einen Schritt von der Felswand zurück. Über einen sicheren Com-Kanal leitete er die taktischen Informationen an sein Team weiter. Weiter, zu viert, flüsterte Blau 2 durch die Verbindung. Und da sind 1000 von ihnen? Ha, die Chancen stehen schlecht für die kleinen Kerle. Blau 2, sagte der Chief. Du schnappst dir die Jackhammer, schalte die Kanonen aus und mach den Rest mürbe. Blau 3 und 5, ihr folgt mir nach oben. Wir kümmern uns um den Rest. Blau 4, du bereitest einen Willkommensgruß vor. Verstanden? 4 blaue Lichter blitzten in seinem Helmdisplay, als das Team seine Weisungen bestätigte. Auf mein Zeichen! Der Chief duckte sich und atmete tief durch. Los! Blau 2 sprang elegant über den Felsen, 3 Meter nach oben. Es gab nicht das geringste Geräusch, als eine halbe Tonne Gewicht bestehend aus Mjolnir-Panzerung und Spartaner auf dem Sandstein landete. Sie griff nach einem Werfer und lief dem Felsgrat entlang. Sie war die schnellste Spartanerin im Team des Chiefs. Er war sicher, dass die Grunts nicht in der Lage sein würden, sie in den 3 Sekunden, in denen sie sichtbar war, anzupeilen. Innerhalb kürzester Zeit entlud Blau 2 die beiden Jackhammer, ließ einen Werfer fallen und feuerte die anderen Raketen im gleichen Tempo ab. Die Sprengköpfe erreichten die Stellung der Grunts und detonierten. Eine der festmontierten Waffen kippte, wurde von der Explosion herumgerissen und der Soldat, der sie bediente, stürzte zu Boden. Sie schleuderte den Werfer zur Seite, sprang nach unten, machte eine Rolle und kam wieder auf ihre Beine, nur um so rasch wie möglich zu ihrer Rückzugsposition zu sprinten. Der Chief, Blau 3 und Blau 5 sprangen auf die Felsspitze. Der Chief schaltete auf Infrarot, um durch die Wolken aus Staub und Abgasen blicken zu können und beobachtete, wie die zweite Salve der Jackhammer ihr Ziel fand. Weitere Explosionen aus Blitz und Donner dezimierten die vorderen Reihen der Grunts und noch wichtiger, verwandelten die restlichen Plasmakanonen in rauchende Trümmerhaufen. Der Chief und die anderen eröffneten das Feuer mit ihren vollautomatischen MA-5B Sturmgewehren. Ein Sperrfeuer aus 15 Schuss pro Sekunde. Panzerbrechende Munition bohrte sich in die Außerirdischen, zerriss ihre Umweltanzüge und entzündete die Metatanks, die sie trugen. Flammen zogen sich durch die wilden Bögen hinter den verwundeten Grunts her, als diese in ihrer Verwirrung und ihrem Schmerz zu rennen begannen. Schließlich begriffen die Grunts, was geschah und woher der Angriff kam.
Sie gruppierten sich neu und griffen in Massen an. Vibrationen wie von einem Erdbeben erschütterten den Boden und brachten den porösen Stein unter dem Chief zum Erzittern. Die drei Spartaner leerten ihre Magazine und wechselten zu Schreddermunition. Sie feuerten in die Woge der Wesen, die ihnen entgegenbrandete. Reihe um Reihe fiel. Die, die noch standen, trampelten einfach über ihre gefallenen Kameraden hinweg. Nadelgeschosse wurden von der Panzerung des Chiefs abgelenkt und explodierten, als sie auf den Boden aufschlugen. Er sah das Blitzen eines Plasmastrahls, trat zur Seite und hörte die Luft knistern, dort wo er gerade noch gestanden hatte. Eintreffende Luftunterstützung der Allianz, meldete Blau 4, wo die Kampfverbindung. ETA in 2 Minuten, Chief. Verstanden, sagte er. Blau 3, Blau 5, halte das Feuer für 5 Sekunden und fallt dann zurück. Los! Ihre Statusanzeigen blinkten einmal und bestätigten den Befehl. Die Grunts waren noch 3 Meter von der Felswand entfernt. Der Chief warf 2 Granaten. Er, Blau 3 und Blau 5 traten rückwärts über den Rand, landeten, drehten sich um und rannten los. 2 dumpfe Schläge erschütterten den Boden. Das Winseln und Bellen der sich nähernden Grunts übertönte selbst den Lärm der explodierenden Granaten mühelos. Der Chief und sein Team stürmten den 500 Meter langen Sandsteinhügel hin, gerade einmal 32 Sekunden hinauf. Der Hügel endete plötzlich vor einem Abgrund, der 200 Meter tief abfiel und in den Ozean mündete. Blau 4s Stimme knackte im XCOM-Kanal. Willkommen! Grüßbereit, Chief! Wartet nur auf Ihr Kommando! Die Grunts sahen aus wie ein lebender Teppich aus stahlblauer Haut, Klauen und Chromwaffen. Einige erklommen den Hügel auf allen Vieren. Sie bellten und heulten, gierten nach dem Blut der Spartaner. Heiße sie willkommen, sagte der Chief zu Blau 4. Der Hügel explodierte. Wolken aus pulverisierten Sandstein, Feuer und Rauch wurden in den Himmel geschleudert. Die Spartaner hatten ja schon bei Tagesbeginn Unmengen von Lotus-Antipanzerminen vergraben. Sand und kleine Metallstücke schlugen gegen den Helm des Chiefs. Er und sein Team eröffneten erneut das Feuer, streckten die Grunts nieder, die überlebt hatten und jetzt versuchten, wieder auf die Beine zu kommen. Sein Bewegungsmelder blinkte warnend. Hoch oben näherten sich auf 2 Uhr Objekte mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern. 5 Banshee-Flieger der Allianz tauchten über den Felsen auf. Neuer Feindkontakt! Alle Teams feuerfrei! Brüllte der Chief. Ohne zu zögern nahmen die Spartaner die außerirdischen Maschinen aufs Korn. Die meisten ihrer Kugeln prallten von der chitinartigen Panzerung der Maschinen ab. Es bedurfte schon einer gehörigen Portion Glück, um eine der Antigrav-Kapseln am Ende der breiten, 1 Meter langen Flügel zu treffen. Der Beschuss lenkte die Aufmerksamkeit der Außerirdischen auf sie. Feuerlanzen stachen aus den Waffenschlitzen der Banshees. Der Chief warf sich zur Seite und kam mit einer Rolle auf die Füße. Wo er gerade noch gestanden hatte, explodierte der Sandstein. Geschmolzenes Glas splitterte über den Spartaner hinweg. Die Banshees zogen kreischend über ihre Köpfe und leiteten mit einer scharfen Kurve den nächsten Angriff ein. Blau 3, Blau 5, Tätermanöver, rief der Chief. Blau 3 und 5 streckten die Daumen hoch. Sie formierten sich am Rand der Klippe und klinkten sich in Stahlkabel ein, die am Rand der gesamten Klippe entlang liefen. Hast du die Fugasses mit Feuer oder Schrapnellen gefüllt? Fragte der Chief. Mit beidem, antwortete Blau 3. Gut. Der Chief griff nach dem Impulsgeber für den Zündmechanismus. Gib mir Deckung. Die Fugasses waren nicht zum Einsatz gegen ein fliegendes Ziel entwickelt. Die Spartaner hatten sie nur aufgeboten, um die Grunts aufzutreiben. Im Feld musste man jedoch improvisieren. Ein weiterer Bestandteil ihres Trainings. Anpassung oder Tod. Die Banshees bildeten ein fliegendes V und rasten so tief auf sie zu, dass sie fast den Boden berührten. Die Spartaner eröffneten das Feuer. Strahlen aus superheißem Plasma lösten sich aus den Banshees, fauchten durch die Luft. Der Chief warf sich nach rechts, dann nach links. Er duckte sich. Ihre Treffsicherheit wurde besser. Die Banshees waren noch 100 Meter entfernt, dann 50. Ihre Plasmawaffen luden sich möglicherweise schnell genug für einen weiteren Schuss auf. Und auf diese Entfernung konnte der Chief ihnen nicht entkommen. Die Spartaner sprangen pausenlos feuernd rückwärts über die Klippe. Der Chief tat es ihnen gleich und aktivierte dabei den Fernzünder. Die 10 Fugasses, jedes Stahlfass, war mit Napalm, leeren Magazinen und Schredderhülsen gefüllt, waren nur wenige Meter vom Rand der Klippe entfernt vergraben worden. Ihre Öffnungen ragten um 30 Grad nach oben. Als die Granaten am Boden des Fasses explodierten, verwandelten sie alles, was sich ihnen in den Weg stellte, in ein äußerst unappetitlich anzuschauendes Barbecue. Die Spartaner prallten gegen die Felswand. Die Stahlkabel, an denen sie hingen, spannten sich mit einem Ruck. Eine Welle aus Hitze und Druck schwappte über sie hinweg. Ein Herzschlag später taumelten über ihnen 5 brennende Banshees dahin und zogen, dem Ozean entgegenstürzend, schwarzen Rauch hinter sich her. Sie durchbrachen die grünen Wellen und verschwanden darunter. Die Spartaner verharrten einige Momente lang, wartend und beobachtend, die Sturmgewehre auf das Wasser gerichtet.
Es tauchten jedoch keine Überlebenden auf. Sie seilten sich bis zum Strand ab und trafen dort auf Blau 2 und 4. Team Rot meldet Mission erfolgreich beendet, Chief, sagte Blau 2. Es sendet seinen Dank. Das wird kaum das Kräftegleichgewicht herstellen, murmelte Blau 3 und trat in den Sand. Nicht vergleichbar mit dem, was diese Grunts schafften, als sie das 105. Dropjet-Platoon abschlachteten. Sie sollten genauso leiden wie diese Jungs. Der Chief hatte nichts dazu zu sagen. Es war nicht seine Aufgabe, Rache zu üben. Er war nur hier, um Schlachten zu gewinnen, ganz gleich um welchen Preis. Blau 2, sagte der Chief. Ich brauche eine Verbindung. Ei. Sie verband ihn mit dem SAT-Com-System. Mission erfolgreich beendet, Captain LeBlanc, meldete der Chief. Feind neutralisiert. Hervorragende Neuigkeiten, sagte der Captain. Er seufzte und fügte hinzu. Wir holen sie raus, Chief. Wir werden doch erst warm, Sir. Ja, aber hier oben sieht es ganz anders aus. Bewegen Sie sich so schnell wie möglich zum Treffpunkt. Verstanden, Sir. Der Chief unterbrach die Verbindung. An sein Team gewandt, sagte er: Der Spaß ist vorbei, Spartaner. Abflug. Sie joggten die 10 Kilometer am Strand entlang und kehrten zu ihrem Transportschiff zurück. Einem Pelican, der nach 3 Tagen harter Kämpfe verbeult und zerkratzt war. Sie stiegen ein und die Maschinen des Schiffs sprangen an. Blau 2 nahm seinen Helm ab und kratzte sich das kurzgeschorene Haar. Es ist eine Schande, diesen Ort zu verlassen, sagte sie und lehnte sich gegen das Schott. Es sind so wenige übrig. Der Chief trat neben sie und sah, während sie sich in der Luft nah erhoben, nach draußen. Es gab endlose Felder von Palmgras, die grüne Weite des Ozeans, ein schmales Band weißer Wolken am Himmel und untergehende rote Sonnen. Wir werden andere Orte finden, um die wir kämpfen können, sagte er. Wirklich? Fragte sie. Der Pelican stieg steil durch die Atmosphäre nach oben, bis der Himmel dunkel wurde und nur noch Sterne sie umgaben. In der Umlaufbahn befanden sich Dutzende Fregatten, Zerstörer und 2 große Transporter. Jedes Schiff zeigte Kampfspuren und Lecks in den Außenhüllen. Alle bereiteten sich auf ein Verlassen der Umlaufbahn vor. Sie dockten an die Backbordseite des Unity-Zerstörers Resolute an. Obwohl sie von einer 2 Meter dicken Titanium-A-Kampfbeschichtung und einer Ansammlung modernster Waffen umgeben waren, zog es der Chief vor, mit beiden Beinen auf einem Boden zu stehen, wo es echte Schwerkraft und eine echte Atmosphäre gab, wo er die Kontrolle hatte und wo sein Leben nicht in der Hand anonymer Piloten lag. Ein Schiff war nicht seine Heimat, ein Teil des Schlachtfeldes war es. Der Chief nahm den Aufzug zur Brücke und nutzte die kurzzeitige Ruhe, um den Abschlussbericht von Team Rot auf seinem Display zu lesen. Wie vorher gesagt, hatten die Spartaner der Teams Rot, Blau und Grün, die aus 3 Divisionen kampferprobter UNSC Marines bestanden, den Vormarsch der Allianz Bodentruppen gestoppt. Die Verlustzahlen wurden noch errechnet, aber zumindest am Boden waren die außerirdischen Kräfte handlungsunfähig. Einen Augenblick später öffneten sich die Fahrstuhltüren und er betrat das gummierte Deck. Er nahm vor Captain LeBlanc Haltung an. Sir, melde mich wie befohlen. Die jüngeren Brückenoffiziere traten einen Schritt vor dem Chief zurück. Sie waren es nicht gewöhnt, einen Spartaner in voller Mjolnir Kampfpanzerung so unmittelbar vor sich zu sehen. Die meisten regulären Truppen hatten noch nie einen Spartaner gesehen. Die geisterhaft grünlich leuchtenden Panzerplatten und die mattschwarzen Schichten darunter ließen ihn wie eine Mischung aus lebendem Gladiator und hochgerüsteter Maschine erscheinen. Für die Brückenbesatzung sah er beinahe so fremd wie ein Geschöpf der Allianz aus. Die Bildschirme zeigten die 4 silbernen Monde von Jericho 7 vor dem Hintergrund des Alls. Aus großer Entfernung näherte sich langsam eine Formation von Lichtern. Der Captain winkte den Chief näher heran, während er die vermeintlichen, warnenden Sterne, den Rest der Truppe, betrachtete. Es geschieht erneut. Er bitte Erlaubnis, auf der Brücke zu bleiben, Sir, sagte der Chief. Ich möchte es dieses Mal sehen, Sir. Der Captain ließ den Kopf sinken. Er wirkte erschöpft. Mit einem gehetzt wirkenden Blick sah er den Chief an. Wie Sie wünschen, Chief. Nach all dem, was Sie durchgemacht haben, um Jericho 7 zu retten, schulden wir Ihnen das wohl. Wir sind allerdings nur 30 Millionen Kilometer außerhalb des Systems, nicht halb so weit, wie ich es unter diesen Umständen gern wäre. Er wandte sich an den Navigationsoffizier. Kurs 120, bereiten Sie unseren Austrittsvektor vor. Er sah wieder zum Chief. Wir bleiben hier. Aber wenn diese Bastarde auch nur in unsere Richtung blicken, springen wir sofort hier weg. Verstanden, Sir.
Danke. Die Maschinen der Resolute donnerten. Dann begann sich das Schiff zu bewegen. 3 Dutzend große Allianzschiffe, Zerstörer und Kreuzer tauchten im System auf. Sie waren schlank und erinnerten eher an Haie, denn an Raumschiffe. An ihren lateralen Linien leuchtete Plasma auf und regnete auf Jericho 7 hinab. Der Chief sah eine Stunde lang zu, ohne sich zu bewegen. Die Seen, Flüsse und Ozeane des Planeten verdampften. Bis zum nächsten Tag würde auch die Atmosphäre weggebrannt sein. Die Felder und Wälder waren glatt wie Glas, wurden nur durch rotglühende Flecken unterbrochen. Was einst ein Paradies gewesen war, wurde jetzt zur Hölle. Seit 10 Jahren ging das so. Und das riesige Netzwerk menschlicher Kolonien war wegen des gnadenlosen, unversöhnlichen Feindes bis auf eine Handvoll Stützpunkte zusammengeschrumpft. Der Chief hatte den Feind auf der Oberfläche getötet, hatte ihn erschossen, erstochen oder mit seinen eigenen Händen zerschmettert. Am Boden gewannen die Spartaner immer. Das Problem war nur, dass die Spartaner ihren Kampf nicht ins All tragen konnten. Jeder kleine Sieg am Boden wurde zu einer verzweifelten Niederlage im Orbit. Bald würde es keine Kolonien mehr geben, keine menschlichen Niederlassungen und keinen noch so abgelegenen Ort, an dem man sich verstecken konnte. Ja, hey Leute, das war der Prolog von Schlacht um Reach. Ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen vorgelesen, ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen Musik unterlegt. Ich finde es an für sich ganz nett. Wenn ihr noch irgendwelche Kritik habt, schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, was ich verbessern kann, vielleicht fürs erste Kapitel oder wollt ihr das überhaupt gar nicht mehr weitersehen, dann lasse ich natürlich bleiben. Und ja, sonst wird es demnächst, in den nächsten Wochen oder so, mal gucken, je nachdem, wie schnell ich das jetzt schaffe, das erste wirkliche Kapitel geben nach dem Prolog und dann geht das immer so ein bisschen weiter, ne? Ja, das wäre es dann von meiner Seite. Gebt doch nochmal eine Bewertung ab und schreibt einen Comment, vor allem, wie es euch gefallen hat und so. Und ja, sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!